dem Jungs, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Switch zusammen mit dem unsichtbaren Logo. Hallo. Hallo. Wieso sind wir immer noch unsichtbar? Wir haben, also warum ist klar, wir haben immer noch Invisibility unendlich. Eigentlich würde ich mal, wir müssen mal Milch trinken, wir müssen mal eine Kuh finden, dass wir das wegbekommen. Wir müssen eigentlich mal eine Kuh finden, weißt du? Komm mal mit, mein Lieber. Du hast leider noch kein Pferd und wir haben auch keinen Sattel, sonst hätten wir uns beide mal ein Pferd nehmen können. Für was brauchen wir denn eine Kuh? Ja, dann haben wir Milch. Und mit Milch können wir die Unsichtbarkeit wegmachen. Weißt du, ich möchte einmal mal wieder angucken, weißt du, wie in guten alten Zeiten. Ich möchte einmal mal dir ins Gesicht blicken können und so weiter. Aber wieso lässt man dir hier auch? Ja, es lädt immer so ganz kurz. Ja. Aber hier waren wir auch noch nicht. Die Welt lädt wahrscheinlich neu. Ja. Das wird es wohl sein hier vorne. Deswegen. Haben wir alles aus der Kiste mitgenommen, was wir brauchen? Oder kommen wir wieder zurück? Ich glaube, wir können es einfach zurückschauen. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt die Betten höchstens. Und selbst für Betten habe ich noch. Na, nur zwei Wolle. Für Betten wäre aber nicht so schlimm. Hast du noch Wolle? Bei mir lädt gerade die Map. Boah. Warte, Gott. Ja, manchmal hängt das so, wenn wir jetzt in so ein neues Areal gehen, dann auf einmal so. Ja, ja, die hängt. Manchmal hängt die schon richtig krass. Oh. Ey, ich bin aber von meinem Pferd runter. Was soll das denn? Komm zurück! Ja, wenn du zu tief gehst im Wasser. Ah. Du musst es erst aus dem Wasser rausziehen, so. Komm schon. Ich dachte, dass es mal ein bisschen besseres Pferd ist, aber hier mit Wasser kommt es anscheinend gar nicht klar. So, jetzt aber. Hier sind auch Hühnchen, aber wir haben genug Essen. Ja, wir haben genug Essen. Keine. Keine Dings. Das ist ein Schwein. Keine, Kühe soweit. Oh, Schweine auch. Ja, hier auf einmal gibt es natürlich super viel Essen. Jetzt, wo wir nichts mehr brauchen. Ich reite hier mal kurz hindurch. Oh, Alter, hier ist einfach nur ein riesiger Wald. Weil wir brauchen eine große freie Fläche, Leute. Weil in der heutigen Folge kriegen wir keine Lucky Blöcke, sondern... Keine Sorge, ja. Es wird hier... Nicht, dass hier schon wieder das Drama gibt. Oh, da hinten brennt alles. Warum es hier keine... warum es keine 16 Blöcke gibt, Leute. Wir machen den Lucky Tower, wie ihr es euch ja auch gewünscht habt. Und, in dem werden wahrscheinlich sogar mehr als 16 Blöcke drin sein. Zusätzlich ganz viele Gegner und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir aber eine große freie Fläche, weil das ist sozusagen ein Block und aus dem heraus baut sich dann eben ein Lucky Tower, der auch immer größer wird mit der Zeit und wo ganz viele neue Lucky Blöcke drin sind. Und ja, da brauchen wir ein bisschen einen Platz für. Nur ist es irgendwie halt hier alles, hier ist, bis das, so weit das Auge reicht, ist hier Wald. Was ist hier los? Wir könnten es auf einem, wir könnten es doch eigentlich auch auf einem Blätterdach machen, auf dem Blätterdach hier, oder? Können wir auch machen, ja. Lass einfach ein Blätterdach machen. Ja, dann haben wir mindestens eine, das ist ja fast eine gerade Fläche, nur so ein, zwei Löcher, die runterfallen. Ja, das sollte schon passen, würde ich auch sagen. So, wenn du bereit bist, dann stell den jetzt hier auf, hier vorne. Ja, oder brauchen wir noch irgendwas? Nö, okay. Kannst hier aufmachen, ich bin bereit. Und... Okay. Geht das, der Tower nach unten? Ich könnte nach unten gehen. Ich guck mal nach unten. Oder ist das nur das Fundament? Das ist nur das Fundament. Okay, hier ist nämlich noch ein zweiter, den wir... Ja, mach den auf. Oh, es geht immer weiter, Leute. Der Tower wird sich wahrscheinlich ein bisschen aufbauen mit der Zeit. Warte, ich nehm eine Axt hier, weil ich ja Holz. Nicht, dass hier irgendwie TNT oder so drunter ist. Ja. Folge mir langsam, wir gehen weiter hoch. Hier sind, manchmal sind an den Seiten aber noch Blöcke und sowas alles, aber ich sehe gerade nichts. Hier ist noch einer, der wird die nächste Etage aufbauen. Okay, wow. Wieder Türen, Achtung, die Druckplatten. Oh, ich hab Schaden, irgendwas ist hier, warst du es? Ich hab dich gehauen, weil ich die Druckplatte abgebaut habe. Nicht, dass da TNT oder so, schon wieder. Okay, aber es ist anders, als ich dachte. Ich dachte, ich hab sowas schon mal gehabt, da war so ein Dungeon, was dann mit richtig Gegnern, hier baut sich ja einfach nur auf. Mal gucken. Oh, was da oben? Music, oh, ist ein Dropper mit Musikdiscs und sowas. Ja, wir können uns Musik aus... Ja, aber pack mal rein, den Shit hier auf jeden Fall. Ist ein ganz nicer Tune, sag ich mal. Oh, chillt, ganz schön. Was haben wir hier noch am Start? An Disc, muss mal reingucken, was da noch ist. Jetzt hast du die andere wieder reingelegt. Ich glaube, wir nehmen mal die hier. Ja, das lassen wir mal an, Leute. Das ist immer nicht schlecht hier. Das ist ja schon cool. Es geht weiter hoch. Wie hoch soll das denn noch gehen? Oh Gott. Ich glaube, es ist immer eine Etage nach der nächsten. Ja. Bereit? Soll ich den nächsten aufmachen? Fast. Komm mal hoch, jetzt. Okay. So. Achtung, okay. Gegner, übelst starke Gegner. Oh, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Ich bin fast gestorben wegen dem Runterfallen. Ich wäre fast tot. Ich bin fast draufgegangen. Ich hatte nur noch 4 Herzen. Alter Schwede. Ich war auch schon ziemlich tot. Das geht übelst ab. Alter, das war unerwartet. Vor allem, weil hier Löcher sind und man so nach außen kann. Aber weißt du was? Ich glaube, das war's einfach schon. Ja, das ist es. Okay.
okay. Das war ganz anders als gedacht, Leute. Eigentlich dachte ich, es gibt auf jeden Fall auch solche Dungeons. Aber weißt du, was wir stattdessen hier noch haben? Wir haben nämlich noch im Laufe der Zeit viel gesammelt an, zumindest ich habe noch 3 Astral Lucky Potions. Ich glaube, da kommen auch Sachen raus. Ich werf mal einen. Sicher? Oh. Fairy? Fehlen. Aber machen die auch die was? Die heilen dich! Oh! Health Boost 3, nice. Kann man die vielleicht wie bei Zelda in so einem Glas fangen? Das wäre gut, das wäre stark. Es gibt aber, da bräuchte man vielleicht eine leere Wasserflasche, oder? Ich weiß es nicht. Ach, sehr cool. Aber sind sie weg, kann das sein? Ich glaube, sie sind weg. Ja, sie sind davon geflogen. Aber sie haben uns für 10 Minuten Health Boost 3 gegeben. Das ist nice. Da kannst du jetzt noch eine werfen, oder? Ja, 3, 2, 1 und... Noch mehr Feen, als ob! Glaubst du, aus der letzten kommen auch Feen raus? Na, wenn nicht, dann hebt ihr die doch auf, wenn wir im Kampf sind. Ja, eben. Ja, ja, ich heb die mir auf. Dann wäre das schon cool. Ich guck mal, was ich noch so hab. Ich dachte, das ist eine Potion, die man wirft und dann kommt da eben was raus. Aber weißt du, warte mal. Bist du? Oh, hast du was rausbekommen. Jetzt wirf mal gerade nichts mehr, weil ich gehe ganz kurz in den Game-Mode rein. Wir haben den Leuten versprochen, es gibt einen ordentlichen Tower, Leute. Ich halte mein Wort natürlich auch, wenn der hier irgendwie nicht so cool war. Es gibt nämlich hier, es gibt auf jeden Fall einen Tower. So, da müssen wir mal kurz nur einen finden. Wo sind die Tower denn hier? Ich guck mal nach Tower-Block einfach. Wobei, nee, das ist ein Lucky Tower. Building-Block. War es vielleicht ein Lucky Dungeon? Gibt's dann? Ja, Spiral Dungeon. Das ist sicherlich hart. Spiral Dungeon gibt es. Okay, das probieren wir mal, okay? Aber wir gehen lieber runter, oder? Willst du das hier unten aktivieren? Das ist das, was ich sozusagen auch eigentlich geplant hatte für die heutige Folge. Das machen wir jetzt mal. Das wird sich auf jeden Fall ähnlich aufbauen wie hier, aber es gibt halt die ganze Zeit Gegner. Dungeon statt Tower war das, was ich gesucht habe, Leute. Der Tower war jetzt aber auch gar nicht so groß, wie gedacht. Da war ja fast schon langweilig hier. Nee, jetzt kommt was Richtiges, Leute. Jetzt kommt das Spiral Dungeon. Wir machen das hier wieder hier auf dem Blätterdach. Auf dem Pilzdach, würde ich mal sagen, machen wir es hier auf. So, auf diesem Pilz öffnet sich jetzt das Dungeon. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1 und... Oh, es hat kurz gedauert. Oh, es ist sogar pilzig irgendwie so ein bisschen. Es passt voll hier hin. Guck mal, was mir den ganzen Boden gemacht hat. Siehst du? Das ist alles der Dungeon, wenn wir da jetzt reingehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alter, guck dir mal an. Das ist ja überall hier. Alter. Das ist alles Dungeon. Oh Gott. Alles hier drunter ist Dungeon. Das ist wirklich richtig groß. Okay, wir müssen auf jeden Fall oben rein. Warte, soll ich dir Wasser hier hoch machen? Ja, gerne. Kleiner Aufzugsservice hier. Dankeschön. Da kommen wir hoch, Leute. Da ist ein großes, großes Dungeon drunter, was wir jetzt hier ausprobieren. Aber das sind sicherlich auch ein paar Lucky Blocks wieder versteckt. Ja. Ich habe auf jeden Fall meinen Golden Apple hier in der Zeit. Oh ja, ja. Das ist genau das, was ich meinte. Okay, okay. Oh, aber ich glaube, jeder von den öffneten da, also öffnet nochmal, ich glaube, einen Mob-Spawner oder Mobs zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Es kommen verschiedene Sachen auf jeden Fall raus. Man kann Pech und Glück haben, deswegen müssen wir echt aufpassen. Ich wollte dir noch die Lucky Potions geben. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. 3 Stück davon. Die sind ja plus 100. Okay. Die können eigentlich nur gut werden im Notfall. Okay, okay. Also für Notfall haben wir die Potions, dann haben wir noch einen goldenen Apfel und wir haben Wasser am Start. Okay. Ja. Und wir haben noch unsere, wir haben noch 7 Minuten den Health Boost. Nice, okay. Ja, eigentlich sollten wir es schaffen können, ja. Dann machen wir mal den ersten auf. 3, 2, 1, jetzt. Oh, es ist viel Zeug gekommen auf jeden Fall. Wir müssen voll aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig töten halt auch. Ja. Hast du schon. Ach, du hast die einfach nach oben geballert. Ja. Mit deinem Schwert hast du die einfach nach oben geworfen. Deswegen sind sie nicht mehr da. Nein, die sind jetzt wahrscheinlich hier außerhalb. Wollte ich hier mal schnell gucken? Dann darf ich das Schwert nicht mehr benutzen, wenn die das rausschleudert. Wo sind die denn? Also, ich höre sie halt noch. Nein. Da, unter dem Baum. Unter dem Baum? Naja, die stecken die stecken da fest. Brauchst du Wasser? Ja, oh, ah, da kommt der Magier. Den hole ich noch schnell. Okay, Alter, der schießt ja dieses Spiral-Zeugs auf jeden Fall. Aber die machen keinen Damage. Okay. Also, stark war das jetzt nicht. Aber oh, Pfeile, die nehme ich mal mit, die könnten wir nämlich gebrauchen. Ja, das ist praktisch. Ja, kannst du hochkommen. Oh, ich komme hoch. Hast dein Wasser dann gleich wieder mit? So. Yep. Wasser ist wieder am Start. Und ja, hast du den einen Block hoch weggehauen, der uns hochgebracht hat. Ich habe nichts mehr zu bauen. Oh nein, wir werden daran scheitern. So, komm hoch, ich habe Wasser gesetzt. So. Okay, dann nehme ich das andere Schwert, was ich von dem Bob bekommen habe. Ja. Ich benutze mein Spiral Sword, da kommen bestimmt wieder irgendwelche Zufallssachen raus. Okay, ich mach den nächsten auf. Und, oh!
Oh, bisschen Essen haben wir am Start, verschiedenste Sachen. Was kommt hier? Oh, shit. Spawner, bau die ab. Oh, du hast mich gehauen. Ach nein, ich hab deine Wölfe gehauen. Oh Gott, ich muss deine Wölfe töten. Ja, dann töten wir. Ich töte auch die Wölfe. Oh. Und. Tot. Okay, down. Logo. Wir müssen die Spawner abbauen. Ja, das sollten wir schnell machen. Hast du nicht mehr deine Spitzhacke? Doch, ich mach die weg. Okay, gut. Und geben ja auch Level. Der war noch weg. Ja, aber auch schon 16 Level. Also, wir können es auf jeden Fall noch krass verzaubern dann bald. Okay, so, dann geht's mal hier weiter. Oh. Villager ganz viele. Was verkaufen die? Die tauschen Coins, aber ich habe keine Gold-Coins. Dungeon Coins muss man irgendwie irgendwo herbekommen. Ich habe noch diese anderen Gold-Coins, nur diese Coins, die wir vorhin bekommen haben. Wir brauchen irgendwo, ich schätze mal, aus verschiedenen Sachen hier haben wir noch Coins rausbekommen aus diesem Dungeon. Wir machen mal das hier auf. 3, 2, 1 und... Oh, Kuchen. Oh, da esse ich doch mal was. Oh, das ist doch mal schmackhaft. Das ist aber süß. Das ist auch nett. Du bist mal dran, glaube ich, würde ich sagen, mit dem nächsten Aufmachen. Ich schaue jetzt meinen auf. Bereit? Mhm. Oh. Okay, Mobs. Mobs. Ah, nur wieder die normalen, die sind nicht stark. Nice, Alter, wie meine Wölfe einfach spawnen. Ich darf die nur nicht mehr hauen, das wird zur Gefahr. Ja, oh. Chest ist locked. Und wie kriegt man den auf? Na, vielleicht abbauen? Oh. Ja, abbauen. Da sind Lucky Blöcke drin. Ich dachte, irgendein Rätsel. Nee, einfach abbauen. Vielleicht war es ein Rätsel, aber wir haben es einfach abgebaut. Noch mehr, aber da vorne sind noch Monster. Alter, meine Wölfe sind da so gut, sind die kämpfen die ganze Zeit schon. Hier, oh? Da liegen noch welche. Drei habe ich jetzt schon. Oh, nice. Und an der Ecke liegen noch welche. 16. Dann mach den nächsten auf. Bauen wir den mal noch auf, okay? Und, okay, ein Gegner. Aber der scheint auch nicht so stark jetzt zu sein. Nö. Oh, hier sind auch richtig viele Dungeon-Coins drin. Aber ich meine, wir haben mit denen, ich tue auch schon das Geld weg, weil ich glaube. Ich hab einen Schlüssel bekommen. Der wäre bestimmt gewesen dafür. Oh mein Gott, und wir haben es natürlich einfach abgebaut. Oh Mann, das ist so böse. Was da ist liegt noch Geld. Drin. So, warte, hier ist noch einer auf, mach den auf. Und, oh, Gold, Öfen, noch mehr. Oh, da sind Lava-Eimer drin. In den Öfen? Ja, da war es. Ah, teils. Ich nehme mal. Ich baue hier mal noch einen auf. Und es ist, oh, hier geht's tiefer. Wo? Wo bist du? Da, hier am Rad, da gibt's noch höhere Lack. Komm, hier, wo bist du? Oh, ich bin schon nach unten. Ich geh schon nach unten. Ah, du gehst schon, ich bin hinter dir. Hier sind noch höhere Lack. Oh, hier ist noch ein einziger. Oh, der wird böse. Und hier wieder gelockte Chests. Diesmal machen wir richtig. Ja, wir machen richtig. Mach mit Key auf. Nee, du brauchst einen anderen Key bestimmt. Ja, du brauchst einen anderen Key. Nee, okay. Mach mal auf. Okay, 3, 2, 1 und... Oh! Okay, der ist gut. Aber der hat er hat mich gewittert. Oh. Ich brenne wegen dir. Oh, sorry. Oh, ich hab Wölfe. Darf du deine Wölfe nicht hauen? Ja. Ich muss mir einen Goldäpfel geben. Alles noch gut. Alter, was kam da raus? Hast du gesehen? Acht auf dein Leben. Ja, ich hab noch Hälfte Leben. Ich esse gleich sonst einen Goldapfel. Gott, wie viel hält er denn aus? Oh, Alter, der hat richtig viel. Scheiße, Alter. Oh, er pushen. Wir haben uns die Potion gegeben. Hä, ist er gestorben? Ja, er ist tot. Ist er... Alter. Ich glaube, er ist durch die Potion vielleicht sogar gestorben. Alter, die Potion war aber gut. Ich habe einen besonderen Lucky Block bekommen. Und zwar, was für ein? Der nennt sich Atzkors Key. Oh, vielleicht kannst du damit aufmachen da vorne. Nee, das ist ein Lucky Block. Ach so, okay. Dann wollen wir die benutzen? Na, dann lass aber lieber hochgehen, nicht, dass hier wieder so irgendwas Böses kommt. Okay. Aber wenn was Böses kommt, ist so da unten gar nicht schlecht zum Spawnen. Aber sonst mach hier, Mach mal hier, weil hier haben wir ein bisschen Platz zum Weglaufen. Okay. Stimmt. Oh, ein Schlüssel, oder? Der wird von unten sein, willst du öffnen? Ja. Wo kommt die Musik hierher? Frag ich mich auch. Ich sehe ja keinen Not. Hier unten ist am lautesten irgendwo hier so Musik drin. Party. Das ist ein richtiger Partykeller. Okay, ich probiere mal aufzumachen. Ja. Okay, hab 100% Lackblock Block bekommen. Und noch einen. Ich habe zwei von denen. Kannst du vielleicht noch die rechte dann öffnen damit? Oder ist der nur einmalig? Und Bottle of Enchanting. Willst du die Enchanting-Dinger mal nehmen und alle auf uns werfen, dass wir beide Level bekommen? Ich kann die Truhe nicht öffnen. Nur mit dem Schlüssel. Dann hier werfe ich alles raus. Hier. Dungeon Coins nehmen, aber hier ein Stack nehme ich mal. Dungeon Coins mit knappem Stack, ja. Wenn wir schon mal so viel von den ganzen Zeugs haben, das brauchen wir nicht, das ist nicht so geil. Okay. So.
Dann, das war der Azor-Key. Dann brauchen wir jetzt hier den Key nicht mehr. Wir brauchen den Personal Lucky Block. Ich mache ihn auf. 3, 2, 1 und... Oh, oh, oh. Aha. Uh-huh. Oh, oh, mhm. Oh. Mhm. Oh. Ja. Oh. Oh. Uiuiui. Oh. Oh, wieder Park. Ein Ausgang haben Notch-Apple. Wir vor allem bekommen. Und neue Lucky Blöcke. Oh, und Notch Apple. Oh, nimm die auch, warte, ich tu dir nochmal zwei rein. Nimm dir auch mal welche mal, raus. Ja, perfekt. So, und ein paar Goldäpfel. Hast du schon welche? Ich tu dir mal noch zwei rein, falls du brauchst. Gerne, ne? Ich muss auch mal hier wieder Sachen hier wegwerfen. Die sind immer mal für so den kleinen Notfall, dann kannst du die nämlich benutzen. Ja. So, und die Lucky Blöcke hier. Und ein plus 100 habe ich ja auch noch. Torns X einfach, aber es sind nur schlechte, ne? Ja. Jopper haben wir auch noch bekommen, wovor auch immer. Na gut, dann machen wir hier mal den nächsten auf. Eigentlich können wir uns hier, wir haben sozusagen jetzt Dungeon hiermit geschafft, sind ganz ungewesen und können jetzt wieder hier raus. Müssen nur gucken, wie wir hochkommen. Ich weiß nicht, ob ich genug habe, um hochzubauen. Hast du was zum Hochbauen? Oh, eine Treppe öffnet sich auf einmal. Sehr gut, den untersten Block hast du schon, okay. Dann kommen wir hier nämlich auch wieder raus. Aus diesem ganzen Lucky Tower. So, und hier vorne geht irgendwo die Leiter hoch. Und hier ist noch der, hier ist noch einer am Rand, den können wir ja noch öffnen. Ja, den können wir noch öffnen. Oh, ja. Wobei, dann hört es aber nie auf. Ja, das hast recht, dann geht das ja immer weiter. Ich glaube echt, das kann gar nicht aufhören, oder? Kann das sein, dass es nie aufhören wird? Ich würde sagen, hier ist die Treppe. Ich würde sagen, ja, wir waren ganz unten. Das geht dann immer wieder dazu. Ja. Und wir waren ja ganz unten und wir haben sozusagen einen Weg nach oben bekommen durch den Lucky Block. Ich würde sagen, das zählt als, wir haben das ganze Dungeon geschafft. Und sind jetzt wieder draußen und haben auch einen letzten Block, nämlich den Artscore Personal Lucky Block mit Luck 100 für die heutige Folge. Wo den machen wir noch auf. Ich bin über die, bisschen gespannt. Hier, ich mache meine, siehst du auch oben auf den Bäumen was? Deine große Spitze, da hinten deine große Spitzhacke. Ich bin auf dem Weg. Ich bin der mit der großen Spitzhacke. Ich bin da, so. So, also der letzte Block für heute. Artscore Personal Lucky Block plus 100. Du hast die Ehre, ihn aufzumachen. Ich stehe hier bereit. Was kommt raus? Okay. Und? Oh, what? Wacking Stick mit Knockback X und. Oh, der wird mich ja. Ist nice! Ja, hat schon irgendwas. Hat er Schaden gemacht? Nee, Schaden nicht. Er hat nur Rückstoß. Digga, willst du mich noch weiter weghauen? Okay, das ist aber nice, Leute. Ich würde sagen, dann beenden wir die heutige Folge von Minecraft Switch. Das war unser Lucky Tower erstmal, aber der war scheiße, ja, aber Lucky Dungeon war nice. Da haben wir viele gute Sachen auch wieder bekommen. Und jetzt, also wir haben aber immer noch nichts mit Endermäßiges. Wir müssen echt mal auf Suche nach Endermen gehen, irgendwie, würde ich sagen, in den nächsten Folgen. Weil ich glaube, wir haben wirklich mittlerweile schon eine gute Chance gegen den Enderdrachen. Also vielleicht können wir das bald schon schaffen und ins End kommen. Mal gucken, Leute. Vielen Dank euch aber erstmal fürs Zuschauen. Bis morgen um 12 Uhr zur nächsten Folge von Minecraft Switch. Schaut so lange bei Logo vorbei. Link zu ihm ist ganz oben in der Beschreibung. Und macht's gut. Ciao.